بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Beim letzten Mal, liebe Geschwister, haben wir eine Aya uns näher angeschaut aus Surat al-Hashr, Surah 59, die 9. Aya. Und da steigen wir noch einmal inshallah ein. Allah Azza wa Jal beschreibt in dieser Aya das enge Verhältnis zwischen den Muhajirin und den Ansar. Denn wir haben zuletzt besprochen die Auswanderung und wir sind immer noch bei diesem Kapitel und werden inshallah dann heute übergehen über die Situation in Al-Madina al-Munawwara. Allah Azza wa Jal beschreibt die enge Verbundenheit zwischen den Muhajirin, das sind die Auswanderer aus Mekka, und die Ansar, die Helfer, die aus Medina den Propheten sallallahu alaihi wasallam unterstützt hat, mit den folgenden Worten: Und diejenigen, die in der Wohnstätte und im Glauben vor ihnen zu Hause waren, das sind die Ansar aus Medina. Diejenigen, die in der Wohnstätte, das heißt in Medina, und im Glauben vor ihnen zu Hause waren, lieben all die, wer zu ihnen ausgewandert ist. Wen lieben sie also? Die Muhajirin, genau, die anderen Mekka. Und empfinden in ihren Brüsten kein Bedürfnis nach dem, was diesen gegeben worden ist. Das heißt, die Ansar, Medina, sie empfinden in ihren Brüsten nichts gegen die, also haben kein Neid gegen diejenigen, gegen die Muhajirin, was ihnen gegeben worden ist. Was haben wir gesagt? Der Prophet sallallahu alaihi wa sallam hatte ihnen etwas vom Vermögen der Banu Nadir gegeben, nachdem sie vertrieben worden sind. Und trotzdem waren die Ansar diesen gegenüber nicht neidisch, sondern sie wussten, dass sie das brauchen, deswegen haben sie das alleine bekommen. So haben sie etwas speziell für sich bekommen. Und sie ziehen sie sich selbst vor. Sie ziehen die Muhajirin sich selbst vor. Auch wenn sie selbst Mangel erlitten, selbst wenn sie darunter leiden müssten, würden sie ihr eigenes Vermögen teilen mit den Muhajirin, mit ihren Geschwistern. Obwohl sie sich überhaupt nicht kennen. Das ist wie wenn du heutzutage, du bist in Deutschland und wenn das sozusagen, wenn wir sozusagen die Ansar wären und da kommt aus einem anderen Land, meinetwegen aus Eritrea, kommen zum Beispiel die ganzen Muslime nach Deutschland und weil sie brauchen unsere Hilfe und weil sie dort verfolgt werden. Und jetzt sagt jeder von uns, wir nehmen einen Bruder aus Eritrea bei uns zu Hause auf und wir geben ihm so die Hälfte unseres Vermögens. Und der erbt jetzt von uns, wie als wäre er unser wirklicher Bruder. Und jemand, der zwei Frauen hat, der gibt ihm eine Frau ab und behält nur noch eine davon. Ja, das ist etwas Unglaubliches, was damals passiert ist, wie die Herzen, also die gläubigen Geschwister geliebt haben, nur weil sie den gleichen Glauben gehabt haben. Diese Aya, liebe Geschwister, ist zweifellos ein Lob für die Muhajirin und die Ansar. Und Allah sagte, und diejenigen, die vor ihrer eigenen Habsucht, vor ihrem eigenen Geiz bewahrt bleiben, und zweifellos sind die Ansar vor ihrem eigenen Geiz und der eigenen Habsucht bewahrt geblieben, das sind diejenigen, denen es wohl ergeht. Und wenn Allah Azza wa Jal jemandem den Erfolg verspricht und jemandem verspricht, dass es ihm wohl ergehen wird, dann ist er zweifellos ein Paradiesbewohner und zweifellos gehört es zum Glauben, dass man sie liebt. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat die Ansar auch in mehr als einem Hadith gelobt. Einer der Hadithe ist der folgende. Und zwar bei Bukhari sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam: "Lawla al-Hijra lakuntum ra'an min al-Ansar." Wäre da nicht die Auswanderung gewesen, dann wäre ich einer von den Ansar gewesen. Unser Prophet sallallahu alaihi wasallam war aus Mekka. Und er musste auswandern, um dahin zu kommen. Und deswegen ist er sallallahu alaihi wasallam natürlich ein Muhajir. Auf der anderen Seite sagte er, ebenso sagte er: "Law salakat al-ansar wadiyan aw shi'ban, la salaktu wadi al-ansar aw shi'bahum." Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte sinngemäß: Wenn die gesamten Menschen einen bestimmten Weg wählen würden und die Ansar würden einen anderen Weg nehmen, einen anderen Bergweg, ein anderes Tal zum Durchqueren wählen, dann würde ich das Tal wählen, das die Ansar gewählt haben. Möge Allah mit ihnen zufrieden sein. Ebenso ist es bei Sahih al-Bukhari überliefert, liebe Geschwister. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam pflegte zu beten
dort, wo er gerade beten musste. Das heißt, dort, wo ihn die Gebetszeit ereilt hat. Und danach hat er angeordnet, dass man eine Moschee bauen sollte. Und zwar hat er diese Moschee hat bauen lassen in einer Ortschaft, wo es Palmen gab. Und diese Palmen gehörten zwei Waisenkindern von dem Stamm Banu an-Najjar. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat dieses Stück Erde von ihnen gekauft. Und dann haben die Muslime diese Erde geebnet und die Palmen geschnitten. Und sie haben die Moschee vorbereitet. Und sie haben sich unglaublich gefreut, weil sie zusammen eine Moschee bauen mit dem Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam zusammen. Das heißt, der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam hat nicht nur angeordnet, wie das gemacht werden soll, sondern er hat mit angepackt, hat die Steine mitgehoben und die Steine mitgesetzt und sie haben zusammen einen Spruch aufgesagt. Und ihr wisst, wenn man arbeitet und man sagt dabei Sprüche auf, die sich auch noch reimen, das stärkt einen. Und sie sagten, Allahumma innahu la khayra illa khayrul akhira fansuril ansara wal muhajira. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte das mit ihnen zusammen, ist ein Bittgebet. O Allah, es gibt nichts Gutes außer dem Guten des Jenseits. Es gibt nichts wirklich Gutes außer das Gute, was es im Jenseits gibt. So hilf den Ansar und den Muhajirin. So hilf den Ansar und den Muhajirin. Auf Arabisch noch einmal: Allahumma la khayra illa khayrul akhira, fansuril ansara wal muhajira. Und das ist natürlich, wie dein Herz dich freut. Ihr wisst, wenn ein rechtschaffener Mensch für euch Bittgebete spricht und ihr hofft bei Allah, dass dieser rechtschaffene Mensch eure Bittgebete erhört, dann freut sich das Herz. Und man hat große Hoffnung darauf, dass Allah Azza wa Jalla dieses Bittgebet von diesen Menschen erhört. Wie ist es dann, wenn der Gesandte Allahs sallallahu alaihi wasallam für sie Bittgebete spricht? Diese Auswanderung, liebe Geschwister, sie war natürlich sehr anstrengend für die Muhajirin. Und das ging nicht einfach so über die Bühne und das war nicht einfach so eine Auswanderung, dann haben sie plötzlich ein neues Zuhause gehabt, sondern es war sehr anstrengend. Und auch der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte in einem Hadith in At-Tirmidhi, und At-Tirmidhi sagte, der Hadith ist Hasan und Gharib und Sahih, er sagte, Wallahi, also der Prophet sallallahu alaihi wasallam stellte sich einmal hin auf dem Markt von Makkah und offensichtlich war das irgendwann mal nach der Auswanderung. Er sagte, also nach der Auswanderung, wo er einmal nach Mekka zurückgekommen ist, wallahu a'lam. Er sagte, wallahi, innaki lakhayru ardillah wa ahabbu ardillah ilayya, walawla anni ukhrijtu minki ma kharajt. Er sagte, ich schwöre bei Allah, er spricht sozusagen die Stadt Mekka an und die Erde von Mekka an, du bist das beste Stück Land Allahs. Und du bist dasjenige Stück Land Allahs, das Allah am meisten liebt. Und wäre ich von dir nicht vertrieben worden, wäre ich niemals von dir fortgegangen. Das ist einer der Beweise für diejenigen, die Gelehrten, die gesagt haben, dass Mekka die wertvollste und gesegnetste und heiligste und wertvollste und Stadt bei Allah ist und diejenige ist, die Allah am meisten liebt. Weil es gibt manche Gelehrte wie Imam Malik, die gesagt haben, nein, Medina ist die wertvollste Stadt bei Allah Azza wa Jal. Und dieser Hadith weist darauf, dass es eben Mekka ist, Allah Ta'ala a'lam. Den Muhajirin fehlt das Ganze, natürlich, wenn man auf Arabisch sagt, Muhajirin, liebe Geschwister, ich sage das so, weil das ist so im allgemeinen Dialekt der Brauch normalerweise, aber Muhajirin und Muhajirun, das ist beides das Gleiche. Ja? Muhajirun ist sozusagen im Nominativ und Muhajirin ist ein im Dativ oder im Akkusativ. Einfach ein anderer grammatikalischer Fall. Aber wenn ich sage Muhajirin, Muhajirin, das ist das Gleiche. Die Muhajirin, liebe Geschwister, sie haben aufgrund der Wetterumstellung Probleme gehabt. Und es fiel ihnen nicht so einfach, von Makkah sich umzustellen auf Medina. Denn Makkah, liebe Geschwister, war eine Stadt, in der sie gehandelt haben. Das heißt, es war eine Handelsstadt. Und jeder, der dort gewohnt hat, war sozusagen im Handel tätig, im Kauf, im Verkauf, in der Produktion und so weiter. Medina allerdings war eine ganz andere Stadt.
Medina war eine Stadt der Landwirtschaft, eine Stadt von Bauern, war eine Stadt von Grünflächen, war eine Stadt von Palmen. Das klingt zwar auf den ersten Anblick, das hört sich zwar schön an und so, aber wenn man gewohnt ist, in einer Stadt zu wohnen wie Mekka, fällt es einem schwer, umzusiedeln in eine andere Stadt. Und dort waren eben unzählig viele Palmen und auch die Luftfeuchtigkeit in Medina ist höher als die Luftfeuchtigkeit in Mekka. Und das hat dazu geführt, dass viele von den Muhajirin krank geworden sind und an Fieber gelitten haben und unter ihnen Abu Bakr und Bilal, möge Allah mit ihnen beiden zufrieden sein. Aisha radiallahu ta'ala anha sagte, dass der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam Folgendes gesagt hat. Offensichtlich hat er jetzt das folgende Dua gesprochen, damit Allah azza wa jal ihnen das Leben in Medina leichter macht. Er sagte, Allahumma habbib ilayna al-Madinata kahubbina Makkata au ashad. Das heißt, oh Allah, mach uns die Stadt Medina so lieb, wie wir Mekka geliebt haben oder noch mehr. Lass uns Medina genauso lieben, wie wir Mekka geliebt haben, gemocht haben oder noch mehr. Wasahihha. Und er sagte dann, und mach es zu uns für eine, zu einer gesunden Stadt. Mach sie sauber, mach sie gesund für uns. Warum er das gesagt hat, werdet ihr gleich sehen. وَبَارِكْ لَنَا فِي صَاعِهَا وَمُدِّهَا. Und segne ihren Sa' und ihren Mudd. Sa' und Mudd sind einfach zwei Maßeinheiten, mit denen man gemessen hat, mit denen man eine bestimmte, wie man zum Beispiel heutzutage Kilogramm misst oder Liter oder Ster. All diese Maßeinheiten, damals gab es eben Sa' und Mudd. Ja, das sind verschiedene Maßeinheiten. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat eben Dua gemacht, dass Allah den Sa' und den Mudd gesegnet segnet und deswegen ist er bis an den heutigen Tag gesegnet im Vergleich zu allen anderen Städten. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte dann, وَنْقُلْ حُمَّاهَا فَجْعَلْهَا بِالْجُحْفَ. Und die Krankheit, die dort vorhanden ist, auf Arabisch Humma, Humma, liebe Geschwister, kann bedeuten die Fieberkrankheit oder was auch immer. Manche Gelehrte sagen, gemeint ist hier Malaria. Manche sagen, gemeint ist hier Malaria, die dort ausgebrochen war in der Stadt. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte Dua, dass diese Krankheit, die dort ausgebrochen war, die Malaria-Krankheit, dass sie transportiert werden soll von Medina in eine andere Stadt nach Juhfa. Von Medina nach Juhfa. Juhfa, was ist Juhfa? Juhfa, liebe Geschwister, ist eine Ortschaft und das ist der Miqat der Leute, die aus Damaskus kommen. Das heißt, die Leute, die aus Damaskus kommen, wenn sie zu Hajj kommen oder zu Umrah kommen, müssen sie bei der Ortschaft Juhfa, dort müssen sie den Ihram anlegen. Das heißt, ihre Ihram-Kleidung anlegen und sie müssen dort in den Weihezustand übertreten, wenn sie Hajj oder Umrah machen wollen. Das heißt, sie dürfen diesen Ortschaft nicht überqueren, bis sie nicht die Absicht gefasst haben, eine Hajj oder Umrah zu machen, falls sie eine Hajj oder Umrah machen wollen. Aber diese Ortschaft darf man nicht überschreiten. Und diese Ortschaft hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam Dua gemacht, dass dorthin diese Krankheit hin transportiert werden soll, sodass damals jede Person, die dann aus Damaskus kam, aus Syrien kam, aus Ägypten kam oder aus Marokko kam, alle müssten diesen Weg gehen. Und die Leute sind dann nicht mehr nach Juhfa gegangen, logischerweise, weil dort dann plötzlich die Krankheit war. Ja? Und so wurde sozusagen diese Stadt, diese Ortschaft zu einer Stelle, an der kein Mensch mehr gehaust hat. Und die Leute sind dann ausgewichen. Statt dass sie nach Al-Juhfa gehen, sind sie dann nach Rabigh gegangen, eine Ortschaft nebenan, und haben von dort dann den Ihram, in den Ihram sind sie gegangen. Weil wenn man, der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat bestimmte Ortschaften, liebe Geschwister, festgesetzt, wenn man zu Hajj und zu Umrah geht. Aber du musst nicht genau an der Ortschaft das machen. Du kannst auch sozusagen parallel dazu in gleicher Höhe auch in den Ihram reingehen. Du musst nicht in der Stadt direkt gehen. Ja? Deswegen sind sie nach Rabigh ausgewichen. Ja. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat sogar Dua gemacht, dass die Sahaba radiallahu ta'ala anhum diese Hijra durchstehen. Hijra ist die Auswanderung. Er sagte, Allahumma imdi li ashabi hijratahum. Das heißt, O Allah, lass die Hijra meiner Freunde fortlaufen oder gelten.
وَلَا تَرُدَّهُمْ عَلَىٰ أَعْقَابِهِمْ. Und lass sie nicht auf ihren Fersen kehrt machen. Wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt hat, Überlieferung ist in Sahih al-Bukhari. Den Muhajirin, wie die Geschwister wie gesagt haben, ihr müsst euch vorstellen, eine Schar von Muslimen wandert aus einer Stadt aus in eine andere. Sie hinterlassen alles. Sie hinterlassen nicht nur ihr Vermögen, sogar teilweise ihre Familien, ihre Häuser, ihre Grundstücke und alles, was sie haben, sondern auch eine ganz entscheidende wirtschaftliche Sache. Sie sind plötzlich alle arbeitslos, weil sie hatten dort, waren sie Händler und sie haben jetzt alles verloren. Sie können nicht einfach eingesetzt werden auf dem Feld oder was auch immer, weil sie eben sich nicht auskennen in der Landwirtschaft. Doch diese, liebe Geschwister, diese Problematik, die sie erlebt haben in Medina, die haben sie überwunden, wodurch? Durch ihre Aqida, durch ihren Iman. Zusammen mit den Ansar, die Problematik haben ja alle geteilt. Ja? Die Ansar mussten den Muhajirin helfen. Und diese Problematik haben sie alle überwunden durch ihre Geschwisterschaft, durch die Brüderlichkeit im Islam. Die Hijra, die wurde dann für jeden einzelnen Muslim damals, der dazu imstande war, zur Pflicht. Damit er den Propheten sallallahu alaihi wasallam unterstützt. Und damit sie sich gegenseitig auch dort trösten. Und ihr wisst ja, man sagt auch im Deutschen, geteiltes Leid ist halbes Leid. Ja? Das heißt also, wenn dich ein Unglück trifft, du bist aber nicht der Einzige, du weißt, dein Bruder, alle neben dir haben das gleiche Unglück getroffen, dann plötzlich, Alhamdulillah, fällt dir das Ganze leicht und das ist kein Problem mehr für dich. Ja? Das heißt zum Beispiel, wenn in deiner Familie jemand stirbt, du bist ein Einzelkind und deine beiden Eltern sind gestorben, dann fällt dir das einfach schwierig, weil du jetzt alleine bist, auf dich ganz allein gestellt. Aber wenn du zum Beispiel Geschwister hast, 2, 3 und ältere und jüngere und alle geht so wie dir, dann natürlich fällt dir das Ganze einfach und man tröstet sich gegenseitig. Nachdem natürlich Mekka, wir greifen jetzt kurz ein bisschen vor, nachdem Mekka befreit worden ist, auf Arabisch sagt man befreit worden ist, geöffnet worden ist sozusagen für den Islam, ist natürlich die Hijra hat aufgehört. Das heißt, die Hijra von Mekka nach Medina hat aufgehört, weil als Mekka dann eine islamische Ortschaft geworden ist, gab es keinen Sinn mehr, warum man auswandern sollte von Mekka nach Medina. Und weil die Fitna ja auch aufgehört hat. Die Fitna, die Verführung, die es gegeben hat für die Muslime in ihrem Glauben, war ja, dass man sie versucht hat, vom Islam wieder abzubringen. Und diese Fitna, diese Verführung, dieses Unheil, war der Grund dafür, dass sie auswandern mussten. Weil wenn sie nicht ausgewandert wären, dann wäre die Wahrscheinlichkeit sehr groß, wie es bei manchen passiert ist, dass sie rückfällig geworden sind. Wenn wir ein Urteil haben, egal was es ist, und wir die Ursache dieses Urteils kennen, wir wissen also, was ist ein Urteil? Ein Urteil heißt halal, ein Urteil heißt zum Beispiel wajib oder haram. Das wäre zum Beispiel ein Beispiel. Wir haben verschiedene Urteile, 5 verschiedene Urteile im Fiqh, aber 2 davon ist haram und wajib. So. Jeder von euch weiß, was haram heißt und was wajib heißt. Wenn wir jetzt uns betrachten, was war der Grund, warum sie auswandern mussten, dann finden wir, der Grund war die Angst davor, rückfällig zu werden. Oder anders ausgedrückt, sie konnten ihre Religion nicht ausleben, weil man hätte sie unterdrückt und man hätte sie getötet und man hätte sie gefoltert. Wenn also das der Grund ist, warum sie auswandern mussten, dann müssen wir sagen, wenn dieser Grund nicht mehr da ist, wenn dieser Grund nicht mehr gegeben ist, dann ist die Auswanderung auch keine Pflicht mehr. Das ist genauso wie zum Beispiel beim Alkohol. Der Alkohol, liebe Geschwister, der ist nicht verboten, weil er Alkohol heißt. Weil es gibt viele Stoffe, die heißen Alkohol. Sondern Alkohol ist verboten, warum? Weil er berauscht. Das ist sozusagen die Ursache dafür, dass dieser Stoff verboten worden ist. Das heißt, wenn jemand einen Stoff bringt, der heißt Alkohol, und der berauscht gar nicht, ja, dann können wir nicht sagen, dass der verboten ist. Weil es ja nur ein Name. Ich kann ja einen Namen geben, wie ich will.
Umgekehrt genauso. Manche Leute, sie nehmen Alkohol, Khamr auf Arabisch Khamr, ja, oder Wein, und sie geben ihm einen anderen Namen. Da sagen wir genau das Gleiche. Der Name spielt keine Rolle, sondern uns interessiert die Substanz an sich. Die Sache macht berauschend, das ist egal, ob du das Champagner nennst, oder ob du das Bier nennst, oder ob du das Wein nennst, oder ob du das Weingeist nennst. Vollkommen egal. Alles das Gleiche. Das heißt, dass diese Ursache auf Arabisch nennt man Illa. Deswegen, als dann Makkah befreit worden war, und Makkah ein islamisches Land geworden ist, haben die Leute keine Angst mehr gehabt. Und der Prophet, sallallahu alaihi wasallam, sagte, La hijrata ba'da al-fath. Er sagte, nach der Befreiung von Makkah gibt es keine Hijra mehr. Ja? Das heißt also, jetzt, wenn jetzt jemand noch auf die Idee kommt, bis an den heutigen Tag, stellt mal vor, jemand kommt in Makkah auf die Idee, ein Mekkaner sagt, ich möchte auch einer von den Muhajirin werden, ich wandere nach Medina aus. Das macht keinen Sinn, weil das ist alles schon islamisches Land geworden und es gibt keine Verführung mehr im Glauben, egal wo du dort dich auf der arabischen Halbinsel heutzutage Alhamdulillah aufhältst, es gibt keine Verführung mehr, möge Allah es auch so bestehen lassen. Deswegen sagte Al-Mawardi, rahimahullah ta'ala, einer der Gelehrten des Hanbalitischen Madhab, er sagte, إِذَا قَدِرَ عَلَى إِظْهَارِ الدِّينِ فِي بَلَدٍ مِّن بِلَادِ الْكُفْرِ فَقَدْ صَارَتِ الْبَلَدُ بِهِ دَارَ إِسْلَامٍ فَالْإِقَامَةُ فِيهَا أَفْضَلُ مِنَ الرِّحْلَةِ مِنْهَا لَا يُتَرَجَّى مِنْ دُخُولِ غَيْرِهِ فِي لِمَا يُتَرَجَّى مِنْ دُخُولِ غَيْرِهِ فِي الْإِسْلَامِ. Er sagte, rahimahullah ta'ala, und Ibn Hajar zitiert das in Fath al-Bari, dass Al-Mawardi Folgendes gesagt hat, deswegen, wenn jemand imstande ist, seine Religion auszuüben, in einem Land, in einem nicht-muslimischen Land, dann ist dieses Land für ihn in Wirklichkeit ein islamisches Land. Und der Aufenthalt in diesem Land für ihn ist sogar besser für ihn, als woanders hinzugehen, denn dadurch gibt es die Hoffnung, dass andere Menschen in den Islam eintreten. Denn dadurch gibt es die Hoffnung. Das natürlich, liebe Geschwister, wie gesagt, unter den zwei Bedingungen, die der Mann gesagt hat. Einmal, dass man imstande ist, seine Religion auszuüben und dass man nicht Verbotenes begeht, nur weil man sich in einem nicht-muslimischen Land befindet. Das heißt also, man kann nicht sagen, ich bleibe in einem nicht-muslimischen Land, auch wenn ich sozusagen in Kauf nehmen muss, dass ich bestimmte Dinge meiner Religion beiseite stellen muss. Nein, das ist natürlich nicht damit gemeint, sondern gemeint ist hier eine Person, die ihre Religion ausleben kann und, wie er sagte, das heißt ausleben kann, auch nach außen hin. Warum? Weil man dadurch Hoffnung hat, dass andere Menschen in den Islam eintreten, wie er gesagt hat. Diese Auswanderung, die Hijra des Propheten sallallahu alaihi wasallam, war so wertvoll, liebe Geschwister, dass Umar ibn al-Khattab, radiallahu ta'ala anhu, als er Khalifa war, haben die Muslime sich überlegt, welchen Zeitpunkt sollen wir definieren als den Anfang unserer Zeitrechnung. Ja, die Christen haben sich überlegt, haben sich gesagt, wir nehmen einfach die Geburt Christi. Die Muslime haben sich überlegt und sie haben sich dann geeinigt darauf, dass sie die Auswanderung des Propheten sallallahu alaihi wasallam nach Medina als dasjenige Argument nehmen oder dasjenige historische Ereignis setzen, das so wichtig war, dass wir da die islamische Datierung beginnen. Warum? Weil nach der Auswanderung des Propheten sallallahu alaihi wasallam hat sich vieles verändert und die Muslime sind zu einer Supermacht geworden, die, nachdem sie in Makkah Angst gehabt haben, sind sie so stark geworden, dass die zwei größten Reiche der damaligen Welt, und zwar das Römische Reich und das Persische Reich, Angst bekommen haben vor den Muslimen. Aber all dies hat erst angefangen, natürlich mit viel Geduld in Makkah 13 Jahre lang und danach. Und gleichzeitig hat die Vorbereitung in Medina angefangen, wie wir gesagt haben. Könnt ihr euch noch erinnern an die zwei Treueschwure, die Leute aus Medina geleistet haben. In Mekka beim Propheten sallallahu alaihi wasallam. Und sie haben dort den Islam verbreitet. Und der Islam ist in jedes Haus eingedrungen. Bis als dann der Prophet sallallahu alaihi wasallam nach Medina kam, es kein Haus mehr gab, in dem es keine Muslime mehr gab. Jetzt ist die Auswanderung, liebe Geschwister, quasi beendet. Und wir gehen über zu
einen großen, wichtigen Teil. Und zwar, jetzt gehen wir über zu der medinensischen Periode. Die medinensische Periode, oder Medina, betrachten wir erstmal Medina, können wir uns betrachten vor der Auswanderung oder sogar vor dem Islam und danach der Auswanderung, nachdem der Prophet sallallahu alaihi wasallam dorthin ausgewandert ist. Ihr wisst, dass die Stadt Medina nicht immer Medina hieß, sondern sie hieß zu Beginn Yathrib. Der Name Yathrib war der Name dieser Stadt, der später dann geändert worden ist in Al-Medina. Medina, liebe Geschwister, war nichts anderes als eine fruchtbare Oase. Ein fruchtbares großes Tal, oder ein fruchtbare Oase besser gesagt, ein fruchtbares Stück Land, an dem sich viele Gewässer und Brunnen befanden. Dieses Gebiet ist umzingelt von einem Lavagebiet. Bis an den heutigen Tag, wenn du dorthin fliegst mit dem Flugzeug, findest du eine riesige schwarze, dunkelschwarze Fläche. Das alles sind Lavagebiete von früher also. Das ist jetzt haben wir kein, also das ist nichts mehr Aktives dort. Aber die meisten Gebiete natürlich davon sind bebaut, sodass du nicht mehr diesen schwarzen Lavagestein mehr sehen kannst. Aber es gibt noch fest einiges davon zu sehen, wie ich gesagt habe. In der Stadt Medina gibt es bestimmte Gebiete, die man kennen sollte. Und unter anderem gehört dazu der Berg Uhud, da wo die berühmte Schlacht von Uhud stattgefunden hat. Das ist im Norden der Stadt. Und ebenso der Berg Ir im Süden der Stadt, im südwestlichen Teil der Stadt. Denn diese Berge spielen eine große Rolle für bestimmte historische Begebenheiten. Und der Stadt und der Berg Ir, Thawr und Ir, sind die zwei Berge, die die Stadt begrenzen. Also die, nicht die Stadt, sondern die heilige Zone begrenzen, Al-Haram. Wir wissen, es gibt zwei Haram, einen Mekka und einen Medina. Und beide sind begrenzt durch den Propheten sallallahu alaihi wasallam vorgegeben. Und eine davon, und in Medina sind es eben diese zwei Berge, Ir und Thawr. Dann gibt es auch verschiedene Täler, die auch in den Hadithen des Propheten sallallahu alaihi wasallam Erwähnung finden. Einer davon ist eben Mudaynib und Mahzur und Aqiq und Bathan oder Buthan. Auch das ist, damit man, wenn man das in den Hadithen liest, dann weiß man, woher das in Wirklichkeit kommt. Yathrib, der Name dieser alten Stadt, findet in der alten Literatur, das heißt der vorislamischen Literatur, wenig Erwähnung, bis keine Erwähnung. Erst je näher man sich rückt an die islamische Periode, weil ihr wisst, das Unglaubliche am Islam ist, dass er oder die Gelehrten des Islam alles, was passiert ist zur Zeit des Propheten sallallahu alaihi wasallam und auch kurz vorher und danach sowieso aufgeschrieben haben und in Büchern verfasst haben und geordnet haben und auch geschrieben haben, von wem sie dieses Ereignis gehört haben und wer das erzählt hat und so weiter und so fort, hat sich eine ganze Wissenschaft entwickelt, Wissenschaft der Überlieferung entwickelt. Das hat es aber erst, wie gesagt, seit dem Islam gegeben. Vorher haben sich die Leute wenig darum gekümmert. Wenn ihr zum Beispiel zurückschaut auf die christliche Literatur, die Christen hätten das Gleiche machen können. Sie hätten aufschreiben können, was Jesus gesagt hat. Dann hätten die Jünger kommen können, hätten gesagt, Jesus hat das gesagt, dann hätten sie es den, sozusagen den Tabi'in weiter lehren können und die danach und die danach. Und dann hätten wir bis an den heutigen Tag Überlieferungsketten, Sanad, wie bei den Hadithen des Propheten, von Isa a.s. bis zur heutigen Zeit. Wäre auch möglich gewesen. Aber das haben die Christen nicht gemacht. Das haben die Christen nicht gemacht. Und das gehört auch zur Weisheit Allahs, damit jetzt heutzutage keiner sich stützt mehr auf das, was damals geschehen ist. Sondern das Einzige, was relevant ist, was zählt, ist das eben, was über den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam überliefert worden ist. Jetzt wollen wir ein bisschen über die verschiedenen Gruppen oder Stämme sprechen, die es in Medina gegeben hat. In Medina, liebe Geschwister, hat es verschiedene Gruppierungen gegeben. Verschiedene Stämme gegeben. Auf der einen Seite
die ursprünglichen Araber und auf der anderen Seite die hinzugewanderten Juden oder Kinder Israels. Die Kinder Israels, die Juden, sind dorthin gewandert nach Yathrib, so ist eben der alte Name. Man sagt, ab dem 1. und 2. Jahrhundert nach christlicher Zeitrechnung. Nachdem eben die Römer das Gebiet von Syrien und Ägypten im 1. Jahrhundert, im 1. Jahrhundert vor Christus sogar besetzt haben. Dadurch hat man die Juden von dort vertrieben und sie haben sich neues Land gesucht und wollten auf neuem Boden Grund fassen. Und sie sind dann, haben sich dann eben die arabische Halbinsel gewählt, weil diese arabische Halbinsel weit entfernt war von dem Imperialismus der Römer der damaligen Zeit. Die Christen, die Juden dort sozusagen vertrieben haben und geschlachtet haben. Und deswegen sind sie ausgewandert nach Arabien, wo die Römer und die Perser keinen Einfluss darauf gehabt haben. Also ich meine die Römer, wo die Römer keinen Einfluss darauf gehabt haben. Es gibt verschiedene Stämme. Wir haben einmal die Banu an-Nadir, dann haben wir die Banu Qurayza. Und beide haben sich in Yathrib dort niedergelassen. Die Namen sind nicht schlecht, dass man sie sich merkt, weil sie eben auch in den Hadithen des Propheten sallallahu alaihi wasallam eine große Rolle spielen und auch bei uns in der Sira eine große Rolle spielen. Sie haben sich dort niedergelassen aufgrund der Fruchtbarkeit der Erde. Ein zweiter Grund ist, dass die Stadt ein wichtiger Handelszentrum war für die Karawanen von damals auch, die nach Damaskus hin und zurück gegangen sind. Aber nicht vergessen, der entscheidende Punkt, wir sagen Allah khairan, einer der wichtigsten Punkte, warum natürlich die Juden ausgerechnet nach Medina gekommen sind, ist und bleibt, dass sie den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam erwartet haben. Und sie haben gewusst, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam dort kommen wird. Dann gibt es noch andere jüdische Gruppen dort, einmal die Banu Qaynuqa', wobei manche sagen, dass die Banu Qaynuqa' eine ursprünglich arabische Sippe ist und andere, die jüdisch geworden sind, und andere sagen, sie sind dorthin zugewandert, ist aber alles Jacke wie Hose. Dann, liebe Geschwister, sollten wir wissen, dass die Juden also quasi vor den anderen Stämmen dort gewesen sind. Wir haben auf der einen Seite haben wir die paar jüdischen Stämme. Und dann haben wir auf der anderen Seite Al-Aus und Al-Khazraj, über die wir gleich ein bisschen ausführlicher sprechen werden. Die Aus und die Khazraj, die kamen dann erst später hinzu. Die Juden dort, liebe Geschwister, sie haben ihr eigenes Wirtschaftssystem aufgebaut. Und das Wichtigste an ihrem Wirtschaftssystem war, und was ihr Hauptkapital ausgemacht hat, war eben der Handel mit den Zinsen. Der Handel mit den Zinsen war schon damals verboten, das wurde auch den Juden schon damals verboten. Nur sie haben sich eben gesagt, mit den anderen können wir es ja ruhig machen. Das heißt, wir verbieten es uns selbst, unter Juden machen wir es nicht, aber mit den anderen Ungläubigen können wir das ruhig machen. Ja? Und das ist die gleiche Sichtweise, die auch viele Muslime heutzutage haben. Sie sagen also, betrügen darf ich nicht mit Muslimen, aber wenn es um Nicht-Muslime geht, dann darf ich ruhig sozusagen ohne Ticket einsteigen und darf ich ruhig klauen, darf ich ruhig betrügen, darf ich ruhig Zinsgeschäfte eingehen, weil ich sowieso von denen alles nehmen darf und so weiter und so fort. Ja? Also diese Sichtweise, diese jüdische Sichtweise haben viele Muslime leider auch. Ja? Und nicht nur diese, sondern auch verschiedene andere Jüdisches. Aber das war eben einer der zentralen Einnahmequellen für die Juden damals. Und ihr wisst, das Zinsgeschäft ist ein verfluchtes Zinsgeschäft und ist ein verbotenes Zinsgeschäft. Ist ein Zinsgeschäft, das Allah subhanahu wa ta'ala strengstens verboten hat. Und er hat sogar subhanahu wa ta'ala den Krieg angekündigt für jeden Menschen, der mit Zinsen handelt. Und die Menschen machen es aber trotzdem und sie merken sogar, zumindest die Spezialisten der Wirtschaft, das heißt Wirtschaftsexperten, sie wissen, wie schlecht dieses Zinssystem ist. Ja? Und sie wissen, welche Auswirkungen das hat auf die Wirtschaftslage.
Und was sie im Jenseits erwartet, ist noch viel schlimmer. Nun, ihr könnt euch vorstellen, dass wenn die Juden dort zuerst waren, wie jedes andere Volk, wenn es zuerst irgendwo ist, wird sie sich natürlich die besseren Gebiete aussuchen, die fruchtbaren Landschaften aussuchen. Und deswegen, als dann die anderen arabischen Stämme hinzugekommen sind, Al-Aus und Al-Khazraj, haben sie nur die Randgebiete bewohnt und sozusagen die Stellen bewohnt, die sowieso wirtschaftlich also nicht so interessant waren. Die Historiker haben verschiedene Ansichten darüber, liebe Geschwister, warum die damaligen Araber dorthin ausgewandert sind. Manche von ihnen führen das zurück auf bestimmte Ayat aus dem Koran al-Karim, die wir uns jetzt näher anschauen möchten. Und zwar sagte Allah subhanahu wa ta'ala in einer Sura, die Sura heißt Saba. Saba ist ein Stamm aus dem Jemen. Und er wurde genannt nach dem Namen des Stammvaters. Was heißt Stamm? Stamm heißt eine große Gruppe von Menschen, die in Wirklichkeit, wenn du zurückgehst, von einem bestimmten Menschen abstammt. Ja? Natürlich, in Wirklichkeit, wir alle Menschen stammen von einem Menschen ab. Eine große Familie. Eine sehr große Familie. Aber eben nicht enge Familie, sondern irgendwo der oberste Urgroßvater nach 6 Generationen oder sowas ist bei allen sozusagen der gleiche. Und Saba ist eine von diesen Familien oder eine von diesen Sippen, die in Jemen gehaust hat, in Jemen gewohnt hat. Manche Gelehrte sagen, das, was Allah hier in den Ayat gesagt hat, war der Grund dafür, dass diese zwei Gruppen Aus und Khazraj ausgewandert sind nach Medina. Warum? Weil Aus und Khazraj, die beiden, sind Abkömmlinge von Saba. Okay? Du hast einen Stamm und dann gibt es Unterstämme. Also das ist eine Wissenschaft für sich. Ja? Jedes Stamm hat Unterstämme und die haben wieder, sind untergliedert und so weiter und so fort. Ja? Und einer von diesen, oder zwei von diesen Unterstämmen von den Saba sind diese zwei Stämme in Medina Aus und die Khazraj. Allah subhanahu wa ta'ala sagte in Surat Saba, in der, liebe Geschwister, in der 15. Ayah. Die Sabäer hatten ja in ihrem Wohnort ein Zeichen. Ich lese die Ayat erstmal vor, oder beziehungsweise ich kommentiere sie gleich, damit wir nicht viel Zeit verlieren. Die Sabäer hatten ja in ihrem Wohnort ein Zeichen. Ihr Wohnort, Saba, im Jemen, im Süden, in der arabischen Halbinsel. Die Sabäer, so heißen die Leute, die dort herrschten. Sie hatten ein Zeichen. Was für ein Zeichen? Ein Zeichen der Allmacht Allahs. Sie hatten ein Zeichen in dem, was jetzt geschieht, was Allah erzählt, dass Allah Azza wa Jal über alles die Macht hat. Zwei Gärten zur Rechten und zur Linken. Sie hatten zwei Gärten, wodurch sie sich ernährt haben. Allah sagte zu ihnen, esst von der Versorgung eures Herrn und dankt ihm. Allah Azza wa Jal ist derjenige, der ist der Ursprung jeder Ni'ma. Egal was du hast an Gutem, so ist Allah Azza wa Jal die Quelle davon. Und auch dieser Garten, den er ihnen gegeben hat, den hat er ihnen nicht gegeben, weil sie das irgendwie verdient haben, weil sie irgendwie besonders viel gebetet haben oder sonst was. Genauso wenig wie du deine Gesundheit und deine Augen und deine Gesicht und deine Hände und deine Schönheit bekommen hast, einfach so. Du hast gar nichts dafür getan. Und hat sie einfach so gegeben. Allah will dir eine Sache von dir. Er sagt, danke mir. Allah sagte, esst von der Versorgung eures Herrn und dankt ihm. Wie dankt man Allah Azza wa Jal? Man dankt ihm, indem man erstens, wenn man gegessen hat, sagt man Alhamdulillah. Dann zweitens, dass man weiß, dass das, was Allah einem gegeben hat, nur von ihm alleine kommt. Und kein anderer hat dabei mitgeholfen. Dann dankt man ihm ganz alleine. Das ist auch eine Form der Dankbarkeit. Dann, dass man mit dieser Gabe, die Allah einem gegeben hat, nur das macht, was er einem erlaubt hat. Und dass man mit der Gabe Allahs das macht, was er von einem möchte. Das heißt zum Beispiel, Allah sagt zu dir,
du hast die Früchte als Geschenk von mir. Jedes Jahr bekommst du so und so viele Datteln oder so und so viel Ernte. Aber ich möchte bitte, dass wenn ein armer Mensch kommt zu dir und um eine Hand voll bittet, damit er nicht hungert, gib ihm davon was ab. Oder ich möchte, dass wenn bei bestimmten Ernteerträgen ein Jahr vergeht und du viel davon hast, sehr viel hast, dann gib bitte einen Teil davon ab. Und so weiter und so fort. Das gehört zur Dankbarkeit. Denn in Wirklichkeit gehört ihm alles. Allah sagte über diese Ortschaft, eine gute Ortschaft. Eine gute Ortschaft ist es und ein allvergebender Herr. Das heißt, ihr habt eine gute Ortschaft und einen allvergebenden Herr. Was wollt ihr mehr? Ihr habt Essen, Trinken, ihr geht es euch gut. Und ihr habt einen Herrn, wenn ihr was falsch macht, er vergibt euch. Allvergebendes. Ihr sollt nur dankbar sein. Diese gute Ortschaft, die war so gut, liebe Geschwister, das stellt euch vor ein Feld, aber auf diesem Feld, es gibt keine Läuse, es gibt keine Flöhe, es gibt keine Fliegen, es gibt keine Schlangen, es gibt keine Skorpione, es gibt keine Ameisen, es gibt keine Ungeziefer, kein Ungeziefer, nichts. Ein reines, sauberes Feld, wie man sich das eigentlich nur im Paradies vorstellen kann. Ihr könnt euch vorstellen, manche von uns, manchmal, die sind draußen und dann wollen sie beten, kommt Gebetszeit. Und dann ist zum Beispiel ein Feld, ein grünes Feld. Und dann machst du Sujud und dann manche Leute, sie mögen nicht ihr Gesicht ins Gras machen, weil da haben sie Angst, dass dort ein Ungeziefer kommt, eine Mücke oder was nicht was. Auch keine Mücken gab, nichts, keine Insekten. Nichts, was ihrem Garten schadet und was sie nicht mögen. Aber dort gab es gar nichts von diesem Ganzen. Diese Ortschaft hat Allah ihnen subhanahu wa ta'ala geschenkt. Und er ist ein allvergebender Herr. Doch waren sie dankbar? Nein, waren sie nicht. Und das ist die Quintessenz. Das ist der Sinn, warum Allah azza wa jalla uns diese Geschichte erzählt. Damit wir für jede Ni'ma, die Allah uns gibt, dankbar sind. Denn wenn wir dankbar sind, wird uns Allah noch mehr geben. Allah sagte, aber sie wandten sich ab. Und leider, der Mensch ist undankbar. Wenn er bekommt, viele von ihnen, wenn sie bekommen, dann sind sie am Anfang glücklich. Aber wenn sie sich daran gewöhnt haben, werden sie undankbar. Und das Einzige, wie der Mensch weiterhin dankbar sein kann und bleiben kann, ist, dass man immer sich daran erinnert, immer wieder. Dass man immer jemanden hat, dass man immer einen Khatib hat, einen Imam hat, einen Wa'ad hat, Gelehrte hat, die einen immer wieder daran erinnern. Weil der Mensch wird vergesslich und der Mensch gewöhnt sich an seine schönen Sachen. Ja, subhanallah, der Mensch ist auch so gebaut. Ja, auch dein Schmerzempfinden, auch deine Temperaturrezeptoren. Zum Beispiel, wenn du etwas Warmes auf deine Haut machst, etwas Warmes, sehr Warmes, oder etwas sehr Kaltes. Im ersten Augenblick, du wirst erschrocken. Warum? Weil die Gelehrten der Biologie sagen, in dem Moment, wo etwas Kaltes deine Haut berührt, wie zum Beispiel ein kaltes Schwimmbad oder das Meer oder so weiß ich was, im ersten Augenblick werden sofort, Fachwort sind eigentlich Aktionspotenziale, aber es sind einfach nur, elektrische Signale. Elektrische Signale werden geschickt von deinen Rezeptoren, habe ich in der Schule gelernt, ja, die werden geschickt an dein Hirn, sodass du das Gefühl hast, das ist jetzt kalt. Sozusagen wie Warnung, Vorsicht. Weil das ist ja ein Vorteil, weil wenn es zu kalt ist, nicht gut für dich. Genauso wie wenn es zu warm ist, nicht gut für dich ist. Aber subhanallah, wenn deine Haut etwas Kaltes berührt, dann zum Beispiel ist eine Frequenz von, sagen wir mal, 100 Signale pro Sekunde. 100 Signale pro Sekunde werden an dein Hirn geschickt. Das heißt, je mehr Signale pro Sekunde, das nennt man die Frequenz, je mehr pro Zeiteinheit, desto kälter empfindest du das, oder desto schmerzhafter ist es, oder desto wärmer ist, egal was, worum es geht, oder desto höher ist der Druck, oder was auch immer. Nach einer Zeit, subhanallah, der Körper gewöhnt sich daran, und die Intervalle werden immer kleiner. Nicht mehr 100 pro Sekunde, nur noch 50, 30, 20. Nach einer Zeit, du spürst nichts mehr. Du empfindest es als ganz normal. Deswegen am Anfang ist es schwierig, wenn du ins Wasser gehst, und danach geht. Deswegen, der Mensch ist so gebaut. Und auch der Mensch, wenn er eine Ni'ma bekommt, am Anfang ist er glücklich und dankbar und Alhamdulillah. Yani, aber nachher, wie eine Person, die zum Beispiel ein armer Student war und dann hat er eine Einzimmerwohnung gehabt
Und irgendwann mal heiratet er und bekommt er Kinder und hat plötzlich eine Wohnung oder sogar zwei Etagen in einer Wohnung. Da fühlt er sich wie ein König im Vergleich zu vorher, was er gehabt hat. Ja? Aber irgendwann mal auch vergisst er das, dass er das bekommen hat, und er gewöhnt sich auch mal daran. Ja? Deswegen braucht er jemanden, der ihn dringend daran erinnert, dankbar zu sein und immer wieder zu sagen, Alhamdulillah, und Allah subhanahu wa ta'ala nicht zu vergessen. Und warum? Der Beweis, Allah sagte, وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَ تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ. Und erinnere, denn die Erinnerung hilft den gläubigen Menschen. Der Mensch braucht es. Aber sie wandten sich ab. Das heißt, sie wandten sich ab von was? Von der Dankbarkeit. Und sie wurden ungläubig oder sie wurden undankbar. Ihr wisst, der Begriff Kafir auf Arabisch bedeutet wieder ungläubig, kann aber auch bedeuten Bauer und kann auch bedeuten undankbar. Kann auch bedeuten undankbar. Also den Kontext natürlich kennen. Da sandten wir gegen sie die Flut des Staudammes. Und wir tauschten ihnen ihre zwei Gärten aus gegen zwei Gärten. Da sandten wir gegen sie die Flut des Staudammes. Ein Staudamm ist ein Gebilde, das man baut, damit, wenn es regnet, das Wasser darin gesammelt wird. Oder man macht es an einem Meer, damit, wenn, oder an einem Fluss, damit, wenn der Wasserspiegel steigt, nicht dieses ganze Wasser in die Stadt kommt, sondern dieser Staudamm hält sozusagen das Wasser in seine Grenzen, in seinen Grenzen. Aber, liebe Geschwister, dieser Staudamm ist nicht allmächtig. Der Staudamm hat eine bestimmte Höhe und hat eine bestimmte Kraft. Und wenn dieser Staudamm reißt und gebrochen ist, dann wird das Wasser rausfließen. Und es gibt, subhanallah, letztes Jahr, Ende letzten Jahres, sind viele Bewohner aus der Stadt Jidda in Saudi-Arabien weggegangen, weil sich das Gerücht verbreitet hat, dass der Staudamm bricht. Und das wäre so eine Katastrophe gewesen. Manche sagen, es gab eine, man hat dort in der Wüste, zwischen Bergen, einfach so, ihr könnt euch vorstellen, hier ist ein Berg, und hat man einfach hier zugemacht, dann hat man da zugemacht. Was war der Grund? Weil, wenn es regnet, dann fließt das Wasser immer in Richtung der Stadt, beziehungsweise in Richtung des Meeres, und wenn dort eine Stadt ist, dann kommt das Wasser in die Stadt. Und das wollte man vermeiden, deswegen hat man dort einen Staudamm gebaut. Und dieses Wasser sollte darin gefangen werden. Das hat nur zwei Probleme. Das erste Problem ist, alles hat seine Grenzen. Das heißt, die Wassermenge, die dort gesammelt werden kann, irgendwann mal, ist zu viel. Damit hat man aber nicht gerechnet. Weil es regnet sehr selten dort. Also manchmal regnet es in Jidda regnet es ungefähr einmal im Jahr. Also das ist nichts. Bis dahin ist das Wasser eh schon verdunstet und weg. Deswegen kümmert man sich auch dort nicht um große Kanalisation. Leider. Zweitens hält dieses Staudamm nicht ewig. Und deswegen hat sich dort im Laufe der Jahrzehnte Wasser angesammelt, das so dreckig ist, das kann man sich gar nicht vorstellen. Und als dann das Gerücht sich verbreitet hat, dass das Wasser, dass der Staudamm brechen könnte, und angeblich gab es Stellen, wo das Wasser schon durchgesickert ist, sind die Menschen viele aus der Stadt weggeflohen. Und was dort erwartet wäre, wäre eine Katastrophe gewesen. Nur damit man sich das vorstellt, es hat ein paar Tage lang dort geregnet oder eine Zeit lang geregnet. Dieser Regen, der war stark genug, dass viele Menschen in Jidda gestorben sind. Weil das Wasser geflossen ist und mit einer Geschwindigkeit in der Stadt dann angekommen ist, dass manche Menschen, möge Allah sie seine Barmherzigkeit aufnehmen, beim Mittagsgebet in der Moschee die Flut kam und sie getötet hat. So heftig ist das, wenn das Wasser über Kilometerweite, eine Neigung nach unten hat und irgendwann mal natürlich Leute trifft. Ja? Dieser Staudamm, man hat vorausgesagt, wenn der bricht, liebe Geschwister, dann wäre ein Viertel der Stadt unter Wasser. Ein Viertel der Stadt unter Wasser, aber was für ein Wasser. Nicht Wasser, wie du einfach so schwimmen kannst, sondern ein schmutziges, dreckiges Wasser. Hier ist das passiert. Allah Azza wa Jal hat diesen Staudamm brechen lassen von der Stadt Saba. Und so war die Stadt unter Wasser, beziehungsweise ihre Gärten waren unter Wasser. Sie selbst waren nicht alle gestorben, aber ihre Gärten waren unter Wasser. Allah sagte, aber sie wandten sich ab
Da sandten wir gegen sie die Flut des Staudammes. Und ich will nur sagen, diese Ausdrücke, wir sandten gegen sie die Flut des Staudammes, wenn man sich das mal vorstellt, das, also was dahinter steckt, eine Flut, die eine zig Kilometer an Geschwindigkeit hat. Ich meine, dieser Tsunami, der damals war, der hatte eine Geschwindigkeit von Hunderten von Kilometern. Von Hunderten von Kilometern aufs Land. Das ist eine Sache, da kann kein Mensch überleben. Ja? Da sandten wir gegen sie die Flut des Staudammes. Und da zeigt sich auch an dieser auch eine Aqida-Aspekt, liebe Geschwister. Ein Stamm, ein Staudamm, der gebaut wird aus Sand oder aus Wasser, Ton oder was auch immer. Wenn der reißt eines Tages, er reißt tatsächlich, weil er nicht mehr stabil war und da gibt es Risse und das stimmt. Aber, liebe Geschwister, das alles ist ein Plan von Allah subhanahu wa ta'ala. Das alles ist von Allah azza wa jal bestimmt und Allah hat genau bestimmt, zu welchem Zeitpunkt der Riss entstehen soll und welche Menschen es treffen sollen. Und das ist eine Weisheit, die dahinter steckt, die kann man sich mit seinem Menschenverstand nicht vorstellen. Was wir aber lernen sollen daraus ist, es gibt nichts in diesem Universum, was einfach so geschieht, ohne dass Allah Azza wa Jal nicht in einem Buch bei sich geschrieben hätte, dass es passieren soll, zu welchem Zeitpunkt und wann genau und welche Menschen es treffen soll und noch viel detaillierter, als wir uns das vorstellen können. Weil wenn wir zum Beispiel Surat al-An'am, liebe Geschwister, aufschlagen, Allah Azza wa Jal offenbart uns hier etwas über sein wohlbewahrtes Buch, das heißt Al-Lawh al-Mahfuz. Allah sagt, und er weiß, was auf dem Festland und im Meer ist. Also diese Aussage, die muss man verinnerlichen. Ich wollte nicht, mir ging es nicht um die Aussage, aber mir geht es um was danach kommt. Aber Allah weiß, was im Festland und was im Meer ist. Macht euch das mal bewusst. Das Meer, liebe Geschwister, das ist nicht einfach nur ein Meer. Das Meer ist, man sagt, ungefähr 3/4 der Erdoberfläche ist Meereswasser. Nur 1/4 ist Land. Das ist alles, was du siehst hier, das ist nur 1/4 der ganzen Erdkugel. Das Meer hat Tiefen, Kilometer runter. Da gibt es Tiere, die hast du noch nie gesehen. Von denen hast du nie was gehört. Vielleicht, da gibt es noch vielleicht, und es gibt mit Sicherheit Tiere, die noch nicht einmal die Menschen kennen. Da gibt es Tiefen, da gibt es kein Licht mehr. Je mehr du runtergehst, desto weniger Licht wird ja. Und dann, ihr wisst ja, das Licht wird gefiltert. Und dann sieht man bestimmte Farben. Und dann sieht man bestimmte, irgendwann mal drunter gehst und blutest keine rote Farbe mehr, blutest du andere, blau oder grün oder was nicht was. Je weiter du runtergehst, desto weniger Licht siehst du. Irgendwann siehst du gar nichts mehr. Du brauchst eine Lampe, um was zu sehen. Und trotzdem gibt es da Tiere da unten. Und manche Tiere, damit sie etwas sehen, manche sind die Tiere, sind natürlich, viele davon sind blind. Das heißt, sie sehen nichts. Weil Allah Azza wa Jal erschafft nicht etwas umsonst. Er gibt nicht einem Tier Augen, mit denen er nichts anfangen kann. Das würden die Leute sagen, die an Darwinismus glauben und die Evolutionstheorie, die würden sagen, überall, das ist, zufälligerweise gibt es da unten auch Tiere mit Augen, obwohl sie ja nicht benutzen können. Das ist Quatsch. Allah Azza wa Jal hat denen extra keine Augen gegeben. Und wenn er bestimmten Tieren Augen gegeben hat, dann hat er ihnen sogar eine Lampe mitgegeben. Und jeder, der das nachschaut, wird das wissen. Lampen eingebaut in ihrem Kopf, dass sie Licht vor sich sehen können, subhanallah. Also kann man sich nicht vorstellen. Ja? Sogar Mücken gibt es, vielleicht kennt ihr das, gibt sogar Mücken, die so aussehen wie Funken, die fliegen durch die Gegend, die leuchten. Ja? Das heißt, Allah Azza wa Jal erschafft, was er will. Nur damit man sich bewusst macht, was es heißt, und er weiß, was auf dem Festland und was im Meer ist. Dann sagt er, subhanahu wa ta'ala, kein Blatt fällt, ohne dass er es weiß. Allahu Akbar. Kein Blatt fällt, ohne dass er es weiß. Yani, ihr kennt den Herbst, oder? Der Herbst ist da gibt es manchmal gibt's sogar Bilder, in manchen schöne Bilder von Alleen, wo Bäume sind, wo die ganzen Blätter runtergefallen sind. Gelb, grün, Farben kannst du dir gar nicht vorstellen. Jedes Blatt fällt, liebe Geschwister, in einer bestimmten Geschwindigkeit. Da fällt er nicht einfach nur geradeaus runter. Das fällt so,
Ja? Da kommt ein Luft, kommt ein Wind, meine ich, und dann schiebt ihn ein bisschen nach links und dann wieder nach rechts. Und Allah weiß genau, wo dieses Blatt herunterfallen wird. Weil dieses Blatt wird wieder in die Erde gehen, wird zersetzt werden, daraus wird dann wieder Pflanzen kommen und so weiter. Ein Zyklus, den Allah subhanahu wa ta'ala erschaffen hat. Kein Blatt fällt, ohne dass er es weiß. Und es gibt kein Korn in den Finsternissen der Erde. Brauchen wir uns nicht darüber unterhalten, über Korn. Yani stellt euch vor, die Sandkorne. Sandkorn, Allah weiß jedes Sandkorn, wo es ist. Aber jetzt geht es weiter. Es gibt kein Korn in den Finsternissen der Erde und nichts Feuchtes und nichts Trockenes, das nicht in einem deutlichen Buch verzeichnet wäre. Das heißt, alles ist aufgeschrieben. Alles, was man hier sieht, alles, was geschieht, es ist so genau detailliert. Allah sagt uns hier Dinge, die wir kennen. Und wenn er wollte, würde er uns berichten über Dinge, die wir nicht kennen. Aber Alhamdulillah sagt er uns Sachen, die wir verstehen können. Subhanahu wa ta'ala. Allah Azza wa Jal hat dann diesen Staudamm brechen lassen und hat sozusagen diese zwei Gärten überfluten lassen. Und so war die ganze Ni'ma weg und hat ihnen zwei neue Gärten gegeben mit bitterem Ernteertrag und Tamarisken und einigen wenigen Zyzyphusbäumen. Also Sachen, die nicht so wertvoll sind, wie sie vorher gewesen sind und Dinge, mit denen man nicht so viel anfangen kann. Allah sagte, das vergalten wir ihnen, weil sie undankbar waren. Oder auch anders übersetzt, das vergalten wir ihnen, weil sie ungläubig waren. ذَلِكَ جَزَيْنَاهُمْ بِمَا كَفَرُوا, sagt Allah subhanahu wa ta'ala. Allah sagte, vergelten wir denn sonst jemand anderem als dem Undankbaren? Wären sie also dankbar gewesen, wäre ihnen das nicht passiert. Dann sagt Allah subhanahu wa ta'ala, eine weitere Ni'ma, die er ihnen gegeben hat, die sind noch immer noch in Jemen, nur damit ihr versteht. Die sind immer noch unten im Süden der arabischen Halbinsel und noch nicht raus, weil wir wollen ja verstehen, wie sind die aus und Khazraj nach Medina gekommen. Allah sagte, und wir legten zwischen ihnen und den Städten, die wir gesegnet haben, sichtbare Städte an. Wir legten zwischen ihnen, das heißt dem Jemen, Saba, und den Städten, die wir gesegnet haben, was waren die Städte, die gesegnet wurden? Asch-Sham. Das Gebiet von Syrien, Damaskus, Libanon, oben alles. Das ist das gesegnete Gebiet. Weil Allah Azza wa Jalla auch im Koran also beschrieben hat, dass es gesegnet ist. Allah sagte, wir legten zwischen ihnen und den Städten sichtbare Städte an. Warum? Was ist damit gemeint? Diese Strecke von Süden bis zum Norden, was meint ihr, wer kann da sein Wasser mitschleppen? Wer kann dann sein Essen mitschleppen? Das geht nicht. Du brauchst Stellen, wo du Rast machen kannst, wo du Kraft tanken kannst. Du brauchst Stellen, wo du Wasser tanken kannst. Du brauchst Stellen, wo du essen kannst, wo du dich ausruhen kannst. Und ganz wichtig, du brauchst auch Ortschaften, damit es Sicherheit gibt. Weil logischerweise in den Ortschaften, in den Städten gibt es Sicherheit im Vergleich zum Land. Also ich rede von damals besonders. Ja? Weil auf dem Land, da war jeder sozusagen, der da war und was Stärkeres, der stärker war, der hatte das letzte Wort. Und die Banditen gab es, die auf dich gewartet haben und dich befallen haben und die Frauen genommen haben. Aber Allah hat viele Städte dazwischen gesetzt, sodass es sozusagen eine Straße geworden ist, ein sicherer Weg geworden ist. Da konnten sie immer wieder Rast machen und Pause machen und sie haben keine Angst gehabt, nichts zu essen zu haben, nichts zu trinken zu haben. Noch einmal lesen wir. Und wir legten zwischen ihnen und den Städten, die wir gesegnet haben, sichtbare Städte an. Und wir setzten das rechte Maß der Reise zwischen ihnen fest. Immer nach bestimmten Stationen, Stellen, gab es wieder eine neue Stadt, wo sie Pause machen konnten. Allah sagte, reist in ihnen Nächte und Tage in Sicherheit umher. Reist in ihnen in Sicherheit umher. Seid sicher. Was haben sie gemacht? Sie waren wieder undankbar. Warum? Weil es geht ums Geld. Sie sagten, Allah sagte, sie sagten aber,
unser Herr, vergrößere die Entfernung zwischen unseren Reiseabschnitten. Diese Städte, Allah wollte, sie wollten, dass nicht so kleine Abstände zwischen Städten, sondern ein paar Städte weg, sodass die Abstände der Reisen, Abschnitte größer werden. Warum? Damit die armen Menschen nicht das Gleiche machen können wie sie. Sodass nur noch Leute, die reich sind, solche lange Strecken überqueren, überwinden können und überleben können. Verstanden? Sie wollten also, dass nur sie Handel treiben können. Weil wenn es sowieso immer Sicherheit gibt und Ortschaften gibt und Essen und Trinken gibt überall, dann kann auch ein armer Mensch sagen, ich mache mich auch auf den Weg nach Damaskus. Aber wenn es dazwischen nicht so viel Sicherheit gibt, dann macht das nur jemand, der reich ist. Der Leute unterwegs trifft, vor denen er Angst hat, er sagt ihnen, pass auf, gewährt mir Sicherheit und ich werde euch einen Teil meines Gewinnes geben. Ja, wie die damals gemacht haben, wie wir erzählt haben von dem Urgroßvater von dem Propheten sallallahu alaihi wa sallam. Sie sagten, unser Herr vergrößere die Entfernung zwischen unseren Reiseabschnitten. Sie taten sich selbst Unrecht. So machten wir sie zu Geschichten. Was heißt das? Machten wir sie zu Geschichten? Das heißt, so wie sie damals waren, gibt es sie jetzt nicht mehr. Und jetzt können wir nur noch über sie lesen, wie sie damals gelebt haben, wer das war, wo sie gewohnt haben. Wir schlagen ein Geschichtsbuch auf und wir lesen Geschichten über diese Leute. Wir machten sie zu Geschichten und rissen sie vollständig in Stücke. Der Stamm hat sich aufgelöst. Manche sind offensichtlich, Wallahu a'lam, kann man davon ausgehen, dass sie gestorben sind. Andere haben sich verteilt im Land. Und das ist eben, worauf manche Gelehrte hingewiesen haben. Manche sagen, dass dann von ihnen einige, und zwar die Aus und die Khazraj, nach Medina ausgewandert sind. Darin sind wahrlich Zeichen für jeden sehr standhaften und sehr dankbaren. Allah ändert jetzt die Ansprache. Nicht mehr an diese. Die sind schon gestorben. Die Leute von außen, Khazraj, die damals das gemacht haben, die sind weg, fertig. Die Geschichten erzählt uns Allah nicht wegen ihnen, sondern jetzt an euch, o ihr Muslime. Darin sind wahrlich Zeichen für jeden sehr standhaften und sehr dankbaren. Wahrlich, Iblis fand seine Meinung von ihnen bestätigt. Sie folgten ihm außer einer Gruppe der Gläubigen. Was fand er bestätigt? Iblis wusste, oder beziehungsweise hat sich gedacht, wenn ich sie verführe, wenn ich sie dazu bringe, mir zu folgen, dann werden sie undankbar und dann werden sie vom Weg abkommen. Und er fand seine Meinung von ihnen bestätigt. Er hat sie abgebracht, sie sind ihm gefolgt und dann ist das passiert mit ihnen, was passiert ist, außer einer Gruppe von gläubigen Menschen, die die Sache sozusagen überlebt haben. Wenn es mal redet, haben wir noch 10 Minuten so? Ja. Liebe Geschwister, was den Aus und den Khazraj dort passiert ist, wir sind jetzt, kehren wir wieder zurück zu unserem Sira sozusagen, ist alles hier. Sie sind jetzt in Medina angekommen und sie haben, wie gesagt, haben die weniger wertvollen Gegenden behaust. Und es gab viele Kriege zwischen ihnen, zwischen Aus und Khazraj und den Juden und sich untereinander, gab es viele Kriege. Und deswegen war das sehr gut für sie. Wieso? Alles, was Allah subhanahu wa ta'ala bestimmt, dahinter gibt es eine Weisheit, eine Hikma. Auch, dass es zwischen den Aus und den Khazraj und den Juden nicht gut immer geklappt hat, dahinter steckt eine Weisheit. Warum? Weil als dann, was hat sie denn zusammengehalten? Was soll denn die Leute von einem Stamm und einem anderen Stamm und die Juden zusammenhalten? Die Juden unter sich, sie haben die gleiche Aqidah, sie haben den gleichen Glauben, was hält sie zusammen? Aber die anderen, was hält sie denn zusammen? Dass sie vom gleichen Urvater abstammen? Okay, aber ich meine, wir alle stammen von Adam ab, trotzdem wir sind uns nicht immer alle einig, oder? Also, das ist nicht die Sache, die einen zusammenhält, sondern was einen zusammenhält, ist ein gesunder Glaube, eine Religion. Und deswegen, als der Islam dann kam, und der Islam dann zu Aus und Khazraj kam, war das für sie sehr einfach, den Islam anzunehmen.
Weil sie haben darin eine Möglichkeit gefunden. Sie haben darin ein Mittel gesehen, wie sie sich wieder vereinen können. Wie sie wieder zu einer Einheit, zu einer Vereinigung werden können. Und deswegen hat der Islam sich in Medina schneller ausgebreitet als in Mekka. In Mekka, sie hatten eine Religion. In Mekka, sie waren Götzendiener. Und sie waren reich. Und ihnen ging es gut. Sie waren das Handelszentrum. Ja? Aber in Medina, die Juden, denen ging es zwar gut, aber den Außen- und Khazraj, die ging es nicht so gut. Deswegen ist es immer so, dass die armen Menschen den Islam eher annehmen als die Reichen. Den Leuten, denen es schlecht geht, die nehmen den Islam eher an als den Leuten, denen es gut geht. Und deswegen ist die Armut und Probleme und solche Sachen, du denkst im ersten Augenblick, das ist eine Katastrophe, dass es dir schlecht geht und dass du krank bist und weiß nicht was. Am Endeffekt, du merkst nicht, dass Allah Azza wa Jalla dich errettet von der Hölle durch diese Krankheit. Weil wenn du reich wärst und jemand käme zu dir und redet mit dir über den Islam, du würdest dich überhaupt nicht interessieren für das Ganze. Und du sagst, Alhamdulillah, mir geht's gut und da es mir gut geht, ist Allah mit mir auch zufrieden. Wie manche Christen denken, weil Allah Azza wa Jalla ihm viel Essen gegeben hat und Trinken gegeben hat und Reichtum gegeben hat und Frauen gegeben hat und Kinder gegeben hat und Grundstück gegeben hat, dann denken sie, es geht ihnen gut und Allah ist mit ihnen zufrieden. Ist aber nicht der Fall. Und sie denken jetzt, dass Jesus hat ihnen das gegeben. Christen denken, Jesus hat ihnen das gegeben. Und sie denken jetzt, wenn sie den Islam annehmen, dann fallen sie ihm sozusagen in den Rücken und dann wird ihnen wieder alles weggenommen. Und das Problem an der Sache ist, tatsächlich prüft Allah die Menschen. Tatsächlich, wenn du den Islam annimmst, kann es sein, dass du deine Arbeit verlassen musst. Tatsächlich kann es sein, dass wenn du den Islam annimmst, dass du deine Frau verlassen musst. Stell dir vor, du bist verheiratet als Nicht-Muslim mit einer Buddhistin. Ja? Und du nimmst den Islam an. Du darfst nicht mit ihr zusammenbleiben. Ist nicht erlaubt, islamisch. Und deswegen ist es eine große Prüfung für viele Menschen. Und tatsächlich kann es sein, dass es einem Menschen nach der Annahme des Islam finanziell, gesellschaftlich schlechter geht. Kann sein. Aber was geht ihm besser? Seiner Seele geht es besser. Und seinem Kontakt mit Allah, subhanahu wa ta'ala, seine Beziehung zu Allah, azza wa jalla, wird besser. Allah ist mit ihm zufrieden. Er lernt, wie er umgeht mit Problemen. Und wenn er gestorben ist, liebe Geschwister, er braucht nur einen Augenblick im Paradies gewesen zu sein und er wird alles vergessen, was er vorher erlitten hat an schlimmen Dingen. Alles. Ein Augenblick nur. Ein Augenblick. Und man fragt ihn, hast du irgendwann mal in deinem Leben etwas Schlechtes erlebt? Ein Augenblick nur. Ihr müsst euch vorstellen, da gibt es nicht nur sein Leben in diesem, nicht nur dieses Leben hier, sondern der Tag der Auferstehung, der hat 50.000 Jahre gedauert. 50.000 Jahre warten, das ist kein Kinderspiel. Möge Allah es uns für uns leicht machen. Man fragt ihn nach einem Augenblick im Paradies, hast du irgendwann mal in deinem Leben etwas Schlechtes erlebt? Er wird sagen, bei Allah, ich schwöre bei Allah, ich habe niemals etwas Schlechtes erlebt. Wenn wir es genau nehmen, er lügt. Er hat viel Schlechtes erlebt. Aber er hat es vergessen. Er hat es vollkommen vergessen. Er kann sich nicht mehr daran erinnern. Ja? Und das Problem ist, liebe Geschwister, natürlich dem Paradiesbewohner, dem Höllenbewohner geht es genauso. Der Höllenbewohner, wenn er einen Augenblick in der Hölle gewesen ist, wird er alles vergessen, was er an Gutem erlebt hat. Alles. Die schöne Frau, die er genossen hat, das Geld, was er verplempert hat, die Reisen, die er gemacht hat, nach hier und da, um die Welt zu sehen, das Betrügen, das ihm Spaß gemacht hat, das Klauen, das wodurch er reich geworden ist, das Hänseln anderer Menschen, alles wird er vergessen und er wird gefragt werden, hast du in deinem Leben einen einzigen Augenblick gehabt, wo es dir gut ging? Und er wird sagen, ich schwöre bei Allah, niemals habe ich erlebt, dass es mir gut ging. Er lügt, aber er hat es vergessen. Weil dieser Zustand der Hölle ist so schlimm und so gewaltig, dass er alles vergessen hat, was er jemals vorher erlebt hat. Ja? Und deswegen, liebe Geschwister, das ist das Geheimnis. Das Geheimnis ist, dass dieses Leben ist von begrenzter Dauer. Dieses Leben ist immer zu Ende. Das heißt, das schlimmste Problem, was du hast,
sei es eine Krankheit, die du hast, sei es kein Geld, das du hast, sei es eine Frau, die dir, egal was, auch wenn alles zusammenkommt, stell dir jetzt im Augenblick vor, dass dieses Leben zu Ende ist. Und du bist schon im Paradies, fertig. Nach Millionen von Jahren. Ihr wisst, das Paradies ist ewig. Das Paradies dauert nicht Millionen Jahre, sondern wenn die Millionen Jahre vorbei sind, es beginnt wieder neue Millionen Jahre. Und es wird niemals aufhören. Stell dir vor, es sind Millionen von Jahren vergangen. Und du schaust jetzt auf die Erde zurück. Und du schaust das Problem, was du damals gehabt hast, als du in der Stadt Heilbronn gewesen bist oder wo auch immer. Das kleine Problem, was du gehabt hast. Dieses Problem ist schon seit Millionen von Jahren vorbei. Weil du schon längst gestorben bist und wieder auferstanden bist und ins Paradies gegangen bist. Alles schon vorbei. Wie wichtig war es jetzt, dass du unbedingt diese Freundin behältst, die du nicht haben darfst? Diese uneheliche Beziehung mit einer Frau. Wie wichtig war es jetzt, dass du unbedingt das machst, was haram ist? Wie wichtig war es jetzt, dass du unbedingt das machst, was Allah subhanahu wa ta'ala nicht gemacht hat? Das war alles wertlos. Überhaupt nichts Wertvolles. Ja? Und deswegen, der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, konnte auf dem Iman an diese Sachen die Kraft schöpfen, geduldig zu sein. Er war der beste Mensch und trotzdem war er derjenige, der teilweise so viel Hunger gehabt hat, wie, ich bin sicher, die wenigsten von uns, die hier anwesend sind, Hunger gehabt haben. Ich weiß nicht, aber der Prophet sallallahu alaihi wa sallam hat manchmal so viel Hunger gehabt, das erzählt wird in der Sira, dass er sich sogar einen Stein um den Bauch gebunden hat, um diesen Magen sozusagen ein bisschen zu drücken, damit er nicht so viel Hunger hat. Manche unserer Eltern haben sowas auch erlebt. Vielleicht manche von euch haben das auch erlebt. Aber unser Prophet sallallahu alaihi wasallam, das Besondere an ihm war, dass er verschiedene Arten von Sachen erlebt hat. Er hat nicht nur Hunger erlebt, also unser einer hat vielleicht einen Gefängnisaufenthalt erlebt. Ja, da war einmal im Gefängnis und da hat das Problem gehabt. Oder er hat Folterung erlebt. Oder er hat meinetwegen Hunger erlebt. Oder er hat meinetwegen Arbeitslosigkeit erlebt. Oder er hat meinetwegen Krieg erlebt. Oder er hat meinetwegen, weiß nicht was erlebt, einen Tod seines Familienmitglieds. Unser Prophet sallallahu alaihi wasallam hat alle möglichen Verschiedenen von Plagen erlebt. Alles. Alles. Seine Kinder, von seinen Kindern, seine 7 Kinder, 4 Töchter und 3 Jungs, ein einziges hat ihn überlebt. Ein einziges. Das heißt, 6 seiner Kinder sind gestorben zu seiner Lebzeit, hat er mitbekommen. Das kann nur jemand fühlen, der Kinder hat und die gestorben sind. Sonst kann jemand das nicht nachempfinden, was er erlebt. Seine Frauen, manche seiner Frauen sind gestorben zu seiner Zeit, sallallahu alaihi wasallam. Ja? Deswegen unser Prophet sallallahu alaihi wasallam hat, weil er verschiedenartige von Prüfungen erlebt hat, hat er auch die höchste Stufe im Paradies erreicht. Und wird die höchste Stufe im Paradies haben. Und er wird auch diese lobenswerte Stellung al-Maqam al-Mahmud bekommen, für die wir Allah Azza wa Jalla und ihn darum bitten, nach jedem Dua, nach jedem Adhan, den wir machen. Möge Allah subhanahu wa ta'ala unseren Propheten sallallahu alaihi wa sallam so belohnen, wie er keinen anderen Propheten belohnt hat. Und möge Allah subhanahu wa ta'ala unsere Liebe zum Propheten sallallahu alaihi wa sallam stärken, sodass wir mit ihm zusammen sein dürfen. Denn liebe Geschwister, egal was du machst, du wirst niemals das machen können, was er gemacht hat, sallallahu alaihi wa sallam. Aber die Sahaba radiallahu ta'ala anhum haben sich über nichts gefreut, nichts so sehr gefreut, wie über die folgende Aussage des Propheten sallallahu alaihi wa sallam, Al-Mar'u ma'a man ahab. Der Mensch wird zusammen sein mit demjenigen, den er liebt. Dadurch wussten die Sahaba, wir lieben den Propheten sallallahu alaihi wa sallam, also werden wir auch mit ihm zusammen sein in Jannah. Weil wir können nicht das Gleiche machen, was er gemacht hat. Und auch so erhoffen wir bei Allah, dass unsere Liebe zu Muhammad sallallahu alaihi wa sallam uns auf diese hohe Stufe erhöht. Möge Allah subhanahu wa ta'ala unsere Liebe stärken. Denn er ist derjenige, der zu imstande ist und ist er derjenige, den wir darum zu bitten haben. Und sallallahu ala nabiyyina Muhammad, möge Allah euer Fasten annehmen.